Und weiter geht's mit Catville. Diese Stadt, Krempen. Ich glaube, ich habe diesen Ort vor langer Zeit besucht. Sie war noch neuer damals. Nicht ganz so groß. Und es gab weniger euraxische Truppen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ihr erinnert euch an mehr als eure Zeit. Aus eurer Zeit, bevor ihr rein in Seele beraubten wurdet? Es scheint, dass ich, bevor ich zu dieser ausgemergelten Verkörperung der Perfektion wurde, die heute vor euch steht, jener Missetäter war, den die Welt als Catwell den Verräter kennt. Meine Erinnerungen an diese Zeit sind ein großes Durcheinander. Wie ein Haufen Tonscherben in einem Leinensack. Was glaubt ihr, hat euch verändert? Das fragte ich mich schon selbst. War es der Übergang vom Leben zum Tod? Meine Verwandlung in einen Seelenberaubten? Vielleicht waren es die Jahrhunderte, in denen ich das landschaftlich reizvolle Kalthafen durchwanderte. Wer vermag das schon zu sagen? Ich bin nur froh, dass ich nicht mehr ein derart monumentales Ekelpaket bin. Hattet ihr noch weitere Visionen durch die Augen eures abgetrennten Kopfes? Ich habe Dinge gesehen, dass einem die Sahne im Kohlkuchen sauer wird. Mein ursprünglicher Kopf ist eine Gefahr. Und dieser Nekromant Sumokfom ist sogar noch schlimmer. Sie haben einen Haufen Leichenteile gesammelt. Ich glaube, sie gehören mir. Also meinem alten Selbst. Es ist alles so verwirrend. Seid ihr so sicher, dass ihr in der Lage seid, beim Ansturm auf dem Palast zu helfen? Das würde ich nicht für alle Ketten in Kalthafen verpassen wollen. Ich lebe für diese Art von Abenteuer. Außerdem will ich sicher gehen, dass sie nicht dazu kommen, meinen alten Körper zusammenzusetzen. Einer von meiner Sorte ist mehr als genug. Zwei kommen auf keinen Fall in Frage. Also die Stimme hat sich definitiv verändert. Und für alle, die das nicht wissen und nicht glauben... Wartet mal eben. Ich habe zufälligerweise ein Archiv angeschlossen. In diesem Archiv ist die erste Folge von Elder Scrolls Online. In der ersten Folge von Elder Scrolls Online finden wir Catville. Also nicht in der allerersten, aber in einer der ersten. Und ich werde jetzt mal eben in den Folgen blättern und Catville suchen. Moment. Weil wir sprechen da an der Stelle auch mit ihm. Boah, das war noch Zeit, wie ich da angefangen habe. So, Achtung, der hat da übrigens auch seine Stimme. Und hört mal genau hin. Das war lief verrückt. Der kann auch nicht mal Gitarre spielen. Hallo, was ist denn das? Macht ihr einen Spaziergang? Heute ist ein wunderbarer Tag dafür. Ihr müsst Catwell sein. Sir Catwell, ja, in der Tat. Es ist mir ein Vergnügen. Und die schöne Lyris. Freut mich, euch zu sehen, werte Dame. Wie geht es euch denn? Yep. Das ist die Ursprungsstimme, aber der Sprecher ist in Rente. Da kann man nichts machen. Habe ich mit den schon... Ja, ich habe mit denen gesprochen. Ich habe mit den Gesprächen. Hey, noch eine Vorlage. Rotwardonischer Vorhang, Wüstenrose. Hier jetzt auch, ne? Ach da, gut. Gefälschte Kneigungserlass. Ne, danke. Dieser spürt die Last der Verantwortung. Sie fühlt sich wie ein Stiefel an, der einem auf den Schwanz tritt. Ihr hattet etwas in Stromfässer erwähnt. Nachdem ich den Drachen tötete, was mich selbst drei Leben kostete. Etwas bezüglich euch und Camira. Samarak sagt viele Dinge. Die Worte von diesem springen mit ihrem eigenen Willen heraus, wie Fische aus dem Strom. Achtet nicht auf sie. Wir haben viel zu tun, Wanderer. Jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt, um lange Vergangenes auszugraben. Samarak, wenn ihr mir etwas zu sagen habt, dann würde ich es gerne hören.
Ihr habt Samarak nach seinem Exil gefragt und warum er zurückgekehrt ist. Dieser denkt, dass er es jemandem sagen muss, also kann er es auch euch sagen, Wanderer. Samarak war einst mehr als nur ein demütiger Adept. Er wurde aus seinen Studien gepflückt und zu einer Königskralle geschmiedet. Ihr habt Kamirios Vater gedient. Samarak ließ seine Studien zurück und schützte den König und die königliche Familie. Aber Samarak scheiterte. Schlussendlich konnte dieser nur Kamira retten. Danach ging er freiwillig ins Exil und verschrieb sein Leben der friedlichen Einkehr. Ihr habt euch selbst die Schuld für das, was der königlichen Familie zustieß. Also, warum habt ihr euch zur Rückkehr entschieden? Samarak träumte, dass Elsweyr in Gefahr wäre. Dass Jone und Jode wollten, dass dieser zurückkehrt, sich seinem Versagen stellt und Kamira zurück zum Thron verhilft. Das ist, was Samarak denkt. Das ist, was Samarak tun wird. Aber sagt es nicht Kamira. Noch nicht. Gut. So, ab nur. Was geht ab? Nein, ich kannte Kamiras wahre Identität nicht. Doch ihr müsst zugeben, dass es etwas hektisch war, seitdem ich ihr begegnet bin. Aber Samarak, er war leichter zu durchschauen. Seine Vergangenheit als Königskralle war für mich unübersehbar. Habt ihr für uns einen Weg in den Palast gefunden? Danke für den Anfang. Da habe ich zwar nicht danach gefragt, aber... Der alte Kastellan hat vorgeschlagen, dass wir durch die Krypten hineinkehren. Er hat mir die Hauptschlüssel gegeben. Die Krypten? Das bedeutet also eine weitere entzückende Wanderung durch die Kanalisation. Der überwältigende Gestank von Exkrementen von unserem letzten Besuch ist noch nicht verflogen. Nun ja. Ich hätte allerdings zunächst eine andere Aufgabe, um die ihr euch kümmern müsstet. Was soll ich tun? Die Belagerungswaffen zielen hinunter auf die Stadt. Wir müssen sie unschädlich machen, bevor Euraxia erkennt, dass sie angegriffen wird. Sonst wird sie Krempen nur aus reinem Trotz uns gegenüber verwüsten. Trefft Nalado und vernichtet zwei der Anlagen. Kamira wird sich um die dritte kümmern. Ihr glaubt, Samarak war die Königskralle? Ich denke nur laut nach. Eine Angewohnheit, die ich mir während meiner Zeit in den Archiven im Weißgoldturm angeeignet habe. Samarak diente einst als Beschützer des Königs. Aufgrund seines Verhaltens und der Art, wie er immer in Kamiras Nähe zu bleiben versucht, muss er eine Königskralle gewesen sein. Das liegt auf der Hand. Wenn ihr das sagt. Ich werde jetzt den Hauptmann Nalado helfen, die Belagerungswaffen zu zerstören. Hauptmann Nalado wartet in der Nähe der Belagerungswaffen auf euch. Helft ihr, sie außer Gefecht zu setzen. Sobald wir sie in Flammen aufgehen sehen, treffen wir uns wieder am Kanalisationseingang. Wird das nicht Euraxia auf unsere Anwesenheit aufmerksam machen? Ich zähle darauf. Nachdem ihr und Nalado die ersten beiden Plattformen zerstört und Kamira die dritte erledigt hat, wird Euraxia ihre Truppen in die Straßen beordern, um die Stadt zu verteidigen. Dadurch sind weniger Soldaten im Palast, um unseren Ansturm aufzuhalten. Was werdet ihr in der Zwischenzeit machen, während Nalado, Kamira und ich uns um die Belagerungswaffen kümmern? Samarak, Katvel und ich werden uns auf den Weg durch die Kanalisation machen und uns um die euraxischen Soldaten kümmern, die dort stationiert sind. Sie dürfen auf keinen Fall Alarm geben und meine Halbschwester vor unseren wahren Zielen warnen. Wollt ihr andeuten, dass ich mich nicht ausreichend einbringe? Habe ich einschüchtern? Nicht scheiße. Ich wollte gar keine Andeutungen machen, Tern. Ich dachte, ihr würdet vielleicht darauf anspielen, dass mich das Zauberwirken so sehr auslaugt. Oder vielleicht darauf, dass es mein Fehler war, dass die Drachen versehentlich aus den Kolosshallen befreit wurden. Es spielt keine Rolle. Macht eure Arbeit und ich mache meine. Wo soll ich Hauptmann Nalado treffen? Der gute Hauptmann wartet bereits beim Palast. Sie hat schon begonnen, das Gebiet zu erkunden und herauszufinden, mit welchen Gegnern ihr an den Plattformen der Belagerungswaffen zu rechnen habt. Ich weiß dieses Maß an Planung zu schätzen, insbesondere, da man es selten unter den Khajiit findet. Also, wir sind eine Eingriffstruppe. Was ist mit Gerechri und dem Rest der Miliz? Jemand muss zurückbleiben und das organisieren, was von der Miliz noch übrig ist.
Der Sprecher der Mähne eignet sich am besten für diese Aufgabe. Außerdem muss jemand reagieren, wenn wir scheitern, was wir sicher nicht werden. Und Euraxia Tod und Zerstörung auf die Stadt niedergehen lässt. Was werdet ihr in der Zwischenzeit machen, während... Na, Lotto, heute schon. Ihr sagtet, dass Samarak eine Königskralle gewesen sein könnte. Was soll das heißen? Die Königskrallen sind eine Elitetruppe von Agenten, die König Hemakar von Krempen treu ergeben waren. Sie beschützten den König und die königliche Familie, unternahmen Spezialeinsätze. Alles sehr heimlich. Es ist nur geraten, würde aber viel über Samarak erklären. Fügt den Text ein. Samarak hat's erledigt. Gut. Dann sollen wir wohl mit Nalado sprechen. Ja, Euraxia hat Belagerungswaffen auf die Stadt hinunterzielen lassen. Und bei Gefahr legt sie die Stadt in Schutt und Asche. Ich weiß nicht, wo der Eingang ist. Ich gehe zur weit entfernten Bastion. Am besten reisen wir nicht gemeinsam. Das ist auch nicht sinnvoll. Ich reise in erster Linie erstmal wieder hier in die Stadt rein. Kommt, erlebt das Wunder von Sonnspitz. Sonnspitz? Nö. Ich kann mich noch erinnern, ich habe Sonnenspitz entdeckt. Und Sonnenspitz ist ein Mega-Verlies. Ja, die Tanz sind schon eine entzückende Familie. Das stimmt. Uiuiui, haben wir die Belagerungswaffe noch schaffen? So langsam wird die Aufnahmesession anstrengend. Erstmal den Weg dahin finden. Außenrum. Oh, ja, ist gut, ich gehe hier lang. Fünf Kralle. Gut, gut. Wir haben zu tun. Seid ihr bereit, die Belagerungswaffen auszuschalten und für noch mehr Chaos zu sorgen? Ich bin bereit. Wie lautet der Plan? Die Soldaten, die das Tor der südlichen Waffenplattform bewacht, wirkt gelangweilt. Diese hat vor, bei ihr mal für etwas Aufregung zu sorgen. Sobald sie ihren Posten verlässt, schleicht ihr durch das Tor und setzt die Belagerungswaffen in Brand. Seid schnell, Fünf Kralle. Nur eine einzelne Soldatin bewacht die südliche Waffenplattform? Das Tor, ja. Diese hat ein paar weitere Soldaten auf der Plattform gesehen, aber nicht viele. Die Usurpator-Königin fühlt sich sicher in Krempen. Das werden wir gleich ändern. Nachdem diese mit der Soldatin fertig ist, rückt sie zur nördlichen Plattform vor. Dort treffen wir uns. In Ordnung, ich stecke die Belagerungswaffen auf der südlichen Plattform mit Brand. Seht, wie Nalado zu einer schönen euraxischen Soldatin wird. Wie soll man mit dem Ding überhaupt etwas sehen? Ja, das stimmt. Galeshri wurde auf dem Marktplatz entdeckt. Beeilung! Endlich etwas Aufregung! Gut. Schleichen wir uns rein. Entdeckt.
verborgen. Wie soll ich das denn in Brand setzen? Gut, also Mord und Totschlag. Nochmal Waffenwechsel. Für den Waffenwechsel nicht mehr. Soll ich das nicht in Brand stecken? Na wohl die, ne? Wählerisch ist das Spiel. Lass mich nicht von jeder Seite anklicken. Zerstört die nördlichen Belagerungswaffen. Kümmert sich um den Soldaten. Diese kann es kaum erwarten, aus dieser mistigen Rüstung rauszukommen. Die südliche Plattform wird angegriffen. Räudige Katzen! Wartet, ich warne besser erst meinen Leutnant. Geld zerstört diese Belagerungswaffen. Nalado räumt diese Sauerei hier auf. Gut. Sehr gut. Falscher Zauber, aber nehme ich auch. Wow. Ich habe doch Waffenwechsel. Aber ich habe da keine Fähigkeit drin. Darf ich mich auch bewegen? Danke. Du bist tot. Bleibt erstmal stehen und schaut mich an. Oh nein! Mich jetzt umgebracht? Schock. Was? Gar nicht zu Ende gemacht? Auch unfair. Jo, bis zum nächsten Mal.
sehen können, wie Königin Camira die Plattform da drüben zerstört. Bin doch gleich fertig. Ach, hier. Sie hat es geschafft. Treffen wir uns jetzt mit den anderen am Kanalisationseingang. Am Kanalisationseingang. Da kann man jetzt noch nicht runterspringen. Ja, also da treffen wir uns noch und dann ist los. Dann lasse ich noch das Outro ablaufen und dann ist Ende. Huch! Versunken. Cool, Kamera von der anderen Seite. Da kommen die anderen schon. Wir sind zu viele. Wir müssen uns trennen. Harr. Ich gehe mit Tarn. Hauptmann Nalado kann die anderen führen. Kaum einen Tag Königin und schon gibt sie Befehle. Samarak, gefällt die Vorstellung nicht, dass Königin Camira nur mit Abnur Tarn als Schutz loszieht. Ja, wahrscheinlich doch so der Fall zu sein. Schönes Bild mit allen drei, allen fünf zusammen. Abnur Tarn merkt da etwas Wichtiges an. Selbst diese kleine Gruppe ist zu groß. Wir fallen auf wie ein rasierter Alfik. Ich teleportiere mit Tarn in den Palast, während ihr und die anderen Aneshis Schlüssel benutzt, um durch die Krypten hineinzugelangen. Wird eure Aktion den Palast nicht in höchste Alarmbereitschaft versetzt haben? Wahrscheinlich. Doch sie hat keinen Grund zu glauben, dass eine kleine Eingreiftruppe versuchen wird, die Verteidigung des Palasts zu überwinden. Ob der Zerstörung der Waffenplattformen dürfte sie die Soldaten auf die Straßen befehlen, um unsere Miliz abzuwehren. Klingt nach einer Menge Wunschdenken. Vielleicht. Doch bei Jone und Jode über uns. Dieser Plan wird aufgehen. Er muss aufgehen. Ich werde Euraxia von den Zinnen schleudern und den Thron meiner Familie zurückfordern. Das schwöre ich beim Namen meines Vaters. Danach können wir uns um die Nekromanten und die Drachen kümmern. Das ist ja auch noch das Problem. Mich herum zu kommandieren, als ob ich einer ihrer Untertanen wäre. Allein der Gedanke. Doch wir müssen uns aufteilen. Ich spüre Schutzzauber, die ausgelöst würden, wenn eine Gruppe unserer Größe sich unter dem Palast bewegen würde. Welche Art Schutz von Zauber werden wir auslösen? Ganz sicher Alarme. Vielleicht auch Fallen, um uns zu fangen, wenn meine Halbschwester gnädig ist. Viel wahrscheinlicher sind explodierende Runen. Die machen zwar eine Sauerei, sind aber wirksam bei der Abwehr unerwünschter Gäste. Warum können wir uns nicht alle in den Palast teleportieren? Nehmen denn diese ignoranten Fragen nie ein Ende? Euraxia verfügt selbst über mächtige Magie. Ihr Palast ist gegenüber einem solchen Eindringen geschützt. Ich muss erst hinter die Schutzzauber, ehe ich ein Portal öffnen kann. Und selbst dann wird das Teleportieren noch riskant bleiben. Warum riskieren wir es denn nicht? Unsere Chancen auf Erfolg steigen exponentiell, wenn wir uns in zwei Gruppen aufteilen. Macht euch auf den Weg durch die Krypten und in den Palast. Wir treffen uns dort oben. Doch haltet euch bereit. Sobald Euraxia weiß, dass wir in der Nähe sind, werden wir alle gebraucht, um ihr den Rest zu geben. Gut. Warum stehen wir alle hier im Freien herum? Das ist völlig unpassend, wenn man sich an jemanden anschleichen will. Glaubt mir, ich habe das ausprobiert. Der Text ist gut, die Stimme ist merkwürdig. Passt nicht so richtig. Jo, an der Stelle machen wir weiter. Die gucken mich alle an. Sehr unheimlich. Die gucken mich wirklich alle an. Okay. Ja, dann danke ich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.